Hallo und willkommen zurück. So. Licht zur Seite. Wir sind immer noch irgendwo in der Nähe vom Museum Kruhn. Ihr vertreibt sich die Zeit mit dem intensiven Beobachten von vorbeigehenden Passanten. Irre ich mich oder ist dieser Mann an Händen und Füßen gefesselt? Guten Tag. Können Sie mir vielleicht helfen? Das kommt ganz auf Ihre Frage an. Wie heißen Sie? Mein Name ist George Stobbart. Stobbart mit 2 B und 2 T. Wie heißen Sie? Schön, Sie zu sehen, George. Mein Name ist Dr. Blechter. Wie kann ich Ihnen helfen? Blechter? Und diese Stimme? Ich suche das Museum Grün. Eigentlich sollte ich wissen, wo es ist, aber ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie das Museum finden. Doch würde ich auch gern einiges über Sie wissen. Hören Sie, ich bin gerade nicht für solche Frage-Antwort-Spielchen aufgelegt. Quid pro quo, George. Sie erzählen mir etwas, ich erzähle Ihnen etwas. Wenn es denn unbedingt notwendig ist. Ich möchte keineswegs unhöflich erscheinen, aber warum sind Sie an Händen und Füßen gefesselt? Diese Frage werde ich Ihnen schwer beantworten können, George. Warum? Sie müssen doch irgendetwas Unerlaubtes getan haben. Sonst würde man sie wohl kaum derartig in Ketten legen. Nun, in meinen Augen war das, was ich getan habe, nicht falsch, George. Nur in den Augen der Menschen, die mich dabei gesehen haben. Wenn Sie mich fragen, geht es hier nicht darum, weshalb ich gefesselt wurde, sondern weshalb Sie mich danach fragen. Es scheint in der heutigen Gesellschaft üblich zu sein, Menschen in Ketten zu legen, obwohl sie nichts verbrochen haben. Deshalb gehe ich davon aus, dass es wohl nichts Besonderes mehr ist, gefesselt zu sein. Was mich auf die Frage bringt, warum Sie in Freiheit leben dürfen. Ist das nicht ein eindeutiges Signal dafür, dass wir in einer Zweiklassengesellschaft leben, George? Wow. Wissen Sie, so habe ich das noch nie betrachtet. Dieser Kerl scheint hier zu Recht eingesperrt zu sein. Nun, würden Sie mir dennoch verraten, welche in Ihren Augen völlig korrekte Tat Sie begangen haben, bevor man Sie verhaftete? Ich aß mit einem meiner Patienten zu Abend. Das klingt tatsächlich noch nicht verboten. Vielleicht habe ich Sie doch falsch eingeschätzt. Ist das wirklich alles? Er war das Hauptgericht. Heilige Maria, Mutter Gottes! Das ist allerdings verboten, Doktor. Und ist vor allem nicht die Art und Weise, wie man mit seinen Patienten umgehen sollte. Sie kannten ihn nicht, George. Sie können das nicht beurteilen. Er war ein unhöflicher Mensch, der in dieser Welt mit seiner Art, mit anderen umzugehen, fehl am Platze war. Aber Sie sollten ihn als seinen Arzt davon heilen. Ich heile das, was ich heilen kann, George. In diesem Fall war es nicht mein Patient, den ich heilen konnte, sondern die Welt, die von ihm befreit werden konnte und somit ein Stück sauberer wurde. Ich habe ihn definitiv nicht falsch eingeschätzt. Doktor, ich glaube, Sie haben ein ernsthaftes Problem. Wenn Sie es sagen, George. Wissen Sie, ich habe aufgehört, den Menschen zu widersprechen. Hier hört mir ja doch niemand zu. Zum Glück. Ich denke, ich habe genug davon gehört. Wechseln wir das Thema. Sie wissen nicht mehr, was Sie sagen sollen. Richtig, George? Nun, es gibt Menschen, mit denen man hervorragend diskutieren kann. Und solche, die nur Smalltalk führen wollen. Auf diese primitive Art des Dialogs lasse ich mich nicht herab. Zu welcher Sorte Mensch gehöre ich Ihrer Meinung nach? Meine Menschenkenntnis ist sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass Sie beleidigt wären, wenn ich Ihnen das sagen würde. Wenn Sie meinen, ich kann auch gut darauf verzichten. Sehen Sie, George? Obwohl ich es Ihnen nicht gesagt habe, wissen Sie meine Antwort. Sie sind beleidigt und wollen nicht weiter darüber diskutieren. Ich hatte in allen Punkten recht. Er hat recht. Ich glaube, diesem Geisteskranken bin ich tatsächlich nicht gewachsen. Haben Sie eine Freundin, George? Hey, das ist jetzt doch etwas zu persönlich für mich. Wollen Sie den Weg nun wissen, George? Ich bin mir sicher, dass alle anderen Leute, die hier herumlaufen, nicht annähernd so kooperativ sind, wie ich es bin. Also gut, ja, ich habe eine Freundin. In Ordnung. Gehen Sie diese Straße zuerst weiter geradeaus, bis Sie zu einem Kiosk kommen. Wie heißt Ihre Freundin, George? Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Quid pro quo, George. Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Sie heißt... Natalie. Sie lügen, George. Ich merke das. Ich habe zu lange mit Menschen gearbeitet, die mir ständig die Unwahrheit sagten. Dieser Dialog ist einfach spitzenmäßig. So was hätte ich mir in den anderen späteren Teilen auch gewünscht. Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Sie heißt...
Natalie. Sie lügen. Ich wollte probieren, ob er vielleicht was anderes sagt. Sie sind ganz schön hartnäckig. Sie heißt Nico. Gut, George, gut. Bei dem Kiosk müssen Sie links abbiegen, sodass Sie in der Ferne Notre Dame sehen. Gehen Sie dann weiter geradeaus. Wovon träumen Sie nachts, George? Aber... Quid pro. Okay, okay. Ich träume von meiner Freundin und dass sie entführt wird und ich nichts tun kann. Das ist manchmal ganz furchtbar. Ich kann nicht glauben, was ich hier gerade einem Irren erzählt habe. Gehen Sie in die erste Straße auf der rechten Seite. Dort befindet sich das Museum. Hören Sie sie im Traum schreien, George? Hören Sie Ihre Freundin schreien? Passen Sie gut auf Ihre Freundin auf, George. Ich war gerade zufällig mit der Maus da unten und habe gedacht, okay. Moment, was war das? Da liegt eine an der Spitze abgebrochene Zahnspange. Mitnehmen. Vermutlich wurde damit schon versucht auszubrechen, denn die Spange scheint zu einem Dietrich gebogen worden zu sein. Oder jemand hat sie verloren. Hey, das kann wirklich passieren. Ich habe meine im Alter von 12 Jahren beim Spiel meiner Lieblingsbasketballmannschaft verloren. Da liegt eine an... Aber der Dialog ist echt wow. Dr. Black da. Ich schätze mal, sein Vorname ist nicht zufällig Hannibal. Er vertreibt sich die Zeit mit dem Internet. Ich glaube, ich kann hier nichts mehr tun. Museum Grün, wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen. So ein Mist. Moment, vielleicht gibt es in der Stadt noch ein anderes Museum. Museum Grün, wegen Restaurierungs... Moment... Ich kann ihren Computer nicht benutzen. Vielleicht kann man mit Morphosaur noch irgendwas machen. Das ist der einzige Ort, wo ich gesagt habe, da könnte noch irgendwas sein. Ich habe mich nämlich schon Moment. Man kann mit dem Brunnen interagieren. Das würde vielleicht Sinn machen, wenn der Brunnen voll mit Wasser wäre und das Thermometer die 40 Grad Grenze erreichen würde. Es ist komisch, aber ich habe in 7 Jahren noch nie den Brunnen aktiv gesehen. Warum er wohl dieses Mal nicht funktioniert? Aha. Wenn ich im Hintergrund irgendwelche Stimmen kurz fetzen, was hören sein sollte, es liegt dran, dass bei mir draußen vorm Fenster irgendwie gerade Familienfeier oder so stattfindet. Naja, passiert. Warum ist hier niemand? Ich hatte noch nie viel für Kirchengemälde oder wie in diesem Fall Scheiben übrig, doch irgendwie beeindrucken sie mich von Mal zu Mal mehr.
Mich wundert's, dass man da hingehen kann, aber keiner da ist. Muss da doch noch irgendwas geben. Ich komme nicht drauf, wie die Franzosen das Baphomet-Götzenbild früher genannt haben. Mézé vielleicht? Nein, meiner Meinung nach irgendetwas mit S. Wenn uns bloß jemand helfen könnte. Verzeihen Sie. Hören Sie mich? Darf ich kurz stören? Ich möchte Sie nur kurz etwas fragen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Ich will mir die mal anschauen, was die denn... Es wäre schwachsinnig, die Plakate einfach abzureißen. Hey, hier ist ein Plakat. Es war vorher doch noch nicht da. Hier steht, dass Montfaucon am nächsten Samstag eine Kollekte für die Dritte Welt plant. Der Priester lädt die Gemeinde ein, zahlreich zu erscheinen und dem Gesang des Chores beizuwohnen. Das ist es! Warum ist mir der Priester nicht früher eingefallen? Er wusste doch schon damals bei meinem ersten Besuch in Paris über die Templer Bescheid. Vielleicht kann er ja helfen. Falsches Ding. Museum Grün. Moment. Lauf, George, lauf. Jetzt ist hier nämlich... Jetzt ist da jemand. Das ist irgendwie bescheuert. Entschuldigung? Ja, was kann ich für Sie tun, mein Sohn? Erinnern Sie sich noch an mich? Sie waren der Mann, dessen Kelch ich putzen durfte. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht... Nein, nein, ist schon gut. Ich habe es ja gerne getan. Ehrlich? Da bin ich aber erleichtert. Haben Sie Nicole Collard gesehen? Das ist meine Freundin. Schwarze Haare, adrett gekleidet. Ich bin auf der Suche nach ihr. Tagtäglich laufen Dutzende von Menschen durch die alten Türen dieser Kirche. All die Namen und Gesichter kann ich mir nur schwerlich merken. Aber ich bin mir sicher, dass sie sie finden werden, mein Sohn. Gott ist mit ihnen. Können Sie mir sagen, wie man damals das Götzenbild von Baphomet genannt hat? Baphomet? Nein, ich meine auf Französisch. Ach so, lassen Sie mich überlegen. Ich komme einfach nicht drauf, aber irgendwo in der Kirche muss es stehen. Okay, ich werde mich umsehen. Trotzdem danke. Keine Ursache. Die Kirche ist immer noch so prächtig, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, und das haben wir alles der Gemeinde zu verdanken, die durch ihre Spenden nicht nur die armen Geschöpfe in der Dritten Welt, sondern auch die Sanierungsarbeiten an der Kirche unterstützt. Kommen Sie denn nächsten Samstag zur Kollekte? Ich kann Ihnen zwar nicht mein Wort darauf geben, aber ich werde versuchen, da zu sein. Wie dankbar ich Ihnen doch wäre. Vielleicht steht das Fensterscheibe. Ich glaube, das stand im...
Das ist ja, glaube ich, irgendein Kirchenfenster, wo was in der Richtung dran stand. Irgendwas mit den... Beim näheren Betrachten der Scheiben fällt es mir ins Auge. Der Schriftzug Baphomet ist unterhalb der Jesusdarstellung deutlich zu erkennen. Dahinter steht irgendwas kleiner Geschriebenes. Nein, es hat keinen Sinn. Ich kann es nicht lesen. Lupe. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Da liegt eine Lupe. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen, Monsieur? Für mich bitte einen Kaffee, schwarz. Komm sofort. Bitte schön, ein schwarzer Kaffee. Ich möchte dann gerne bezahlen. Das macht 2,10 Euro. Das ist ja Wucher. Aber gut, ich werde wohl nicht drum herumkommen. Das geht eigentlich. Also, wenn man drüber nachdenkt, Paris ist jetzt nicht mehr günstig. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Ob sie die vermissen werden? Ich schätze mal nicht. Ich wieder rein, geh wieder darüber. Ja, es gibt so diese zwei, drei Fetch-Quests quasi, gibt's in diesem Spiel auch, aber irgendwie gehört das mit dazu. Mit der Lupe kann ich das Kleingeschriebene gut erkennen. Neben dem Wort Baphomet steht Sue. Das könnte es sein. Also der Soundtrack ist im Spiel echt wirklich sehr gut. Braucht sich nicht vor dem Soundtrack aus dem zum Beispiel vierten Teil oder allen anderen Teilen verstecken. Ich hoffe nur, dass im Abspann nicht gesungen wird, obwohl, wenn es gut gesungen ist, dann geht es schon. Mir geht irgendwie auch nicht mehr dieses Lied aus dem Abspann vom 2 aus dem Kopf, dieses Reggae-mäßige. Gehen wir nochmal zum Café de la Chandelierte. Ah, es ist jetzt eine automatisch laufende. Ja, doch nicht. Ja. Hallo? Sue? Genau. Ja, das war's. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Keine Ursache. Vielleicht können Sie mir im Gegenzug auch helfen. Gerne. Wo liegt das Problem? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Haben Sie von der Explosion von vor ein paar Jahren gehört? Was? Na, die Explosion. Scherben flogen, ich mittendrin. Und was soll uns das jetzt sagen? Boom! Und alles war kaputt. Nur durch einen Hechtsprung zur Seite konnte ich mein Leben retten. Wie unglaublich spannend. Ja, ja, so war das damals. Wir wissen alle, was Ja, Ja eigentlich heißt.
Können Sie mir sagen, wo ich ein Museum finde, das sich vorwiegend mit den Templern oder Ähnlichem befasst? Mal überlegen. Wie wäre es mit dem Museum Notre, in der Nähe von Montfaucon? Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Ich habe leider kein Geld dabei, deswegen muss ich mich irgendwie vorbeischleichen. Können Sie mir sagen, wo ich Informationen über... Ruhe da draußen! Kommen Sie später nochmal vorbei. Ohne eine Eintrittskarte komme ich aber nicht ins Museum rein. Das ist nicht unser Problem. Wir gucken hier Fußball. Ich speichere mal lieber, man weiß ja nie. Und für Leute, die jetzt ganz schnell geschaut haben aufs Datum, ja, ich habe in dem das hier am nächsten Tag auch. Das war nämlich dann bei der letzten Aufnahme doch etwas spät. Sie lassen mich da nicht zufällig rein? Ich kann Sie leider nicht durchlassen, weil in den Räumlichkeiten dahinter zurzeit restauriert wird. Diese Räume stehen den Besuchern erst in 2 Monaten wieder zur Verfügung. Das Museum Grün ist wegen der Restaurierungsarbeiten sogar komplett geschlossen. Oui, das stimmt. Die Stadt investiert viel Geld in die Restaurierung aller Museen und Sie können von Glück reden, dass hier im Museum Nantes zurzeit nur wenige Räume betroffen sind. Schönes Wetter heute. Wunderbar zum Fußballspielen im Grünen. Oh, ich halte das nicht mehr länger raus. Bitte hören Sie auf, von Fußball zu reden. Sind Sie nicht an dem heutigen Fußballspiel interessiert? Ihre Kollegen vorne im Kassiererhäuschen schauen sich das Fußballspiel zwischen Frankreich und Deutschland an. Möchten Sie sich das Spiel nicht auch ansehen? Sie haben recht. Ich würde so gerne das Spiel sehen. Ich darf meinen Posten aber nicht verlassen. Ich wäre Ihnen deswegen dankbar, wenn Sie nicht von dem Spiel sprechen würden. Das macht mich ganz traurig. Wissen Sie was über die Templer? Von den mittelalterlichen Tempelrittern? Ja, von denen ist hinter mir im Raum einiges ausgestellt. Und um was handelt es sich dabei? So genau beschäftige ich mich damit nun auch wieder nicht. Meine Bereiche sind Fußball und meine Frau. Haben Sie eine dunkelhaarige Frau gesehen? Oh mon Dieu, um Himmels Willen, nein. Ich bin glücklich verheiratet. Meistens jedenfalls. Das ist meine Freundin. Ich bin auf der Suche nach ihr. Nein, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Tut mir wirklich leid. Ich kann keine 2 Monate warten. Können Sie nicht für mich eine Ausnahme machen? Ich brauche wichtige Informationen, die ich wahrscheinlich nur in diesem Raum bekommen kann. Tut mir leid, Monsieur, aber ich kann Sie nicht durchlassen. Ihre Kollegen vorne im Kassiererhäuschen schauen sich das Spiel im Fernsehen an. Finden Sie es nicht ungerecht, dass Sie hier arbeiten müssen? Es ließ sich leider nicht anders einrichten. Ich wollte mir ja heute frei nehmen, aber meine Kollegen waren schneller als ich. Ich habe es auf die freundliche Art versucht, aber er wollte nicht. Dann muss ich es eben auf die hinterlistige Tour probieren. Was hat er vor? Boah, 11 Meter für Frankreich! Zidane am Boden! Oh, ich muss dieses Spiel einfach sehen. Können Sie mich für einen 11 Meter bitte kurz vertreten? Aber sicher, das mache ich doch gern. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Lassen Sie niemanden durch und rühren Sie nichts an. Ich bin gleich wieder zurück. So kann man es auch machen, aber naja. Ist zwar keine FHM, aber man muss sich auch anderweitig fortbilden.
Hier steht, dass es sich bei dem Pergament um eine der letzten Überlieferungen Jacques de Molay handeln soll. Kurz bevor er auf dem Scheiterhaufen elendig verbrannt wurde, habe Molay seinem Diener und Botenjunge Geoffrey de Charnay das Geheimnis über ein verloren gegangenes Siegel anvertraut, das mächtiger sein soll als die Macht 1000 Götter. Wow, 1000 Götter, hä? Ein Gott reicht wohl nicht. Weiter steht hier, Molay beauftragte Charnay, nach dem Siegel zu suchen. Doch ehe er das Siegel fand, ereilte ihn das gleiche Schicksal wie seinen Herren. Charnay wurde bei lebendigem Leibe von der französischen Inquisition verbrannt. Ihm gelang es zwar, das Pergament vor seinen Feinden zu verstecken, doch das Siegel blieb bis heute unauffindbar. Die einzige Spur, die im Pergament erwähnt wird, führt nach Portugal, Tomar, eine provinzielle Kleinstadt nordöstlich von Lissabon. Im 14. Jahrhundert die letzte europäische Hochburg der Tempelritter. Als auch Tomar fiel und der Ritterorden zerstört wurde, verschwand das Siegel in den Wirren des Krieges spurlos. Es wird jedoch vermutet, dass es noch heute dort vergraben sein soll. Die sandigen und steinigen Hügel vor den Toren Tomars sind heute ein Anziehungspunkt für zahlreiche Archäologen, Touristen und abenteuerlustige Schatzjäger. Das muss es sein. Tomar. Wie bitte? Nichts, nichts. Lassen Sie sich von mir nicht ablenken. Stubbart, du bist fantastisch. Zuerst lege ich die Wache lahm und jetzt kenne ich mein nächstes Ziel. Portugal. Nettes Detail, dass er da dran steht. Dieses Geräusch, was man am Anfang von dieser Zwischensequenz hört, hört sich fast an wie die TARDIS aus Doctor Who. Zumindest aus den älteren Teilen. Hey, du da! Wer, ich? Ja, du! Hast du mal kurz Zeit für mich? Was macht so jemand wie du an einem Ort wie diesem? Ich lebe hier, Sir. Hier auf der Straße. In der Natur. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich verdiene mein Geld nur mit Schuhputzen, Betteln und Stehlen. Ehrlich ist es schon mal. Ich möchte noch keine Souvenirs kaufen. Vielleicht später. Guten Tag. Ja? Sie würden mir nicht zufällig ein Päckchen Pralinen umsonst geben, weil ich so nett frage. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus, hä? Verschwinden Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen. Sie interessieren sich nicht zufällig für den Brunnen und die dortigen Arbeiten? Na, nicht besonders. Was soll an einem Brunnen schon interessant sein? Na, hören Sie mal. Darin könnte sich der vielleicht größte Schatz der Tempelritter befinden. Tempel... was? Ritter! Tempelritter! Tempelritter! Was sind das für Leute? Haben Sie im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Ich war nie in der Schule. Seit wann verkaufen Sie hier schon? Seit dieser verrückte Professor da drüben glaubt, einen Schatz oder sowas Ähnliches finden zu können. Das wäre doch möglich, oder? Der findet doch gar nichts. Ich habe ihm vor 2 Wochen gesagt, dass ich meine Armbanduhr irgendwo in der Nähe des Brunnens verloren habe und ihn gebeten, die Augen offen zu halten. Haben Sie sie wieder? Ja und nein. Damals fand ich sie in der Nähe des Brunnens wieder. Doch inzwischen ist sie wieder weg. Mein Gott, können Sie nicht auf Ihre Sachen aufpassen? Wenn man ständig seinen Laden im Auge behalten muss, weil irgendwelche Bengel sich an den Souvenirs zu schaffen machen wollen, ist das eben nicht leicht. Ich habe mir sogar Löcher in die Zeitungen geschnitten, damit ich das Umfeld besser im Auge habe und die Kerle denken, ich würde vom Zeitunglesen abgelenkt sein. Und, ist Ihnen schon einer ins Netz gegangen? Allerdings. Ich habe den Bengel da drüben beim Versuch, einen meiner besten Schokoriegel zu stehlen, erwischt und ihm kräftig den Hintern versohlt. Vielleicht finde ich ja Ihre Uhr. Wenn Sie danach suchen wollen. Ich habe bereits vor einigen Tagen aufgehört, diese verflixte Uhr zu suchen. Kann ich die Pralinen vielleicht mit meiner Kreditkarte bezahlen? Haben Sie eine Mastercard? Nein, nur American Express. Können Sie nicht das Schild lesen? Da steht mit großen Buchstaben drauf, nur Mastercard. Und jetzt vertreiben Sie mir nicht meine Kunden, indem Sie hier so herumlungern. Mister, Sie könnten eine Spur freundlicher sein. Ich wette, er hat die Uhr...
Es ist eine Art Wissenschaftsmagazin. Titelthema Knochenfund in Israel. Klingt ziemlich interessant. Kann ich vielleicht das mit ihm benutzen? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ich möchte noch keine Souvenirs kaufen. Vielleicht später. Moment. Aus der Nähe sieht diese Armbanduhr gar nicht mal so billig aus. Einige Gravuren sind zu erkennen. El Akel Kalb. Den Spruch kenne ich doch irgendwoher. Das ist eine nette Anspielung. Das ist der Brunnen. Eine billig aussehende Armbanduhr. Ich habe Ihre Armbanduhr gefunden. Danke. Und was bekomme ich sozusagen als Finderlohn? Sie erwarten einen Finderlohn? Also jetzt hören Sie mir mal zu. Sie bitten mich darum, Ihre Uhr zu suchen, was ich dann auch tue und dadurch wertvolle Zeit meines Lebens für Sie opfere und dann gewähren Sie mir noch nicht einmal einen Finderlohn? Also schön. Hier haben Sie einen Schlüsselanhänger. Entschuldigen Sie mein unfreundliches Auftreten. Ich habe einen... Okay, der passt total in die Gegend. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hallo, mein Name ist George. Oh, Verzeihung, Sie haben mich etwas erschreckt. Bom dia, mein Name ist Professor Aruda. Was tun Sie da bei dem Brunnen? Das ist doch kein Brunnen, das ist eine jahrhundertealte Zisterne. Zisterne? Was ist das? Heilige Mutter, das ist ein unterirdischer Auffangbehälter für Regenwasser. Aha, und was tun Sie da bei der Zisterne? Ich blicke hinein. Das sehe ich, aber warum? Ich bin Archäologe und ich darf sagen, dass ich einer ganz großen Entdeckung auf der Spur bin. Und um was handelt es sich dabei? Sie interessieren sich wirklich für Geschichte? Vor etwas über einem Jahr habe ich mich das auch gefragt. Aber dann kam die Sache mit diesen verrückten Templern, die... Sie scheinen wirklich Interesse an Geschichte zu haben. Haben Sie etwas Zeit? Dann erzähle ich Ihnen, wie das von Anfang an war. Klar. Also, wie Sie vielleicht wissen, war Portugal seit jeher das Paradies der Tempelritter. Es war neben Frankreich das erste Land in Europa, in dem der Orden nach seiner Gründung 1119 in Jerusalem Fuß fasste. 1128 bekamen sie von der damaligen Königin Tressa das Kastell von Sure geschenkt, das direkt an der Halbmondfront lag. Halbmondfront? Sie meinen die Front mit den Arabern? Mit den Mauren, ganz richtig. Tressas Sohn und Nachfolger Alfonso, ein Templer, eroberte 1147 mit der Hilfe der Tempelritter die arabische Festung Lushbuna. Heute heißt sie Lissabon. Alfonso machte Portugal unabhängig und wurde der erste portugiesische König. Aus Dankbarkeit schenkte er dem Orden ein Gebiet im Herzen des Landes, wo die Templer diese Burg bauten. Der Meister des Templerordens war zu dieser Zeit Gualdin Paish oder Galdinus, wie er auch genannt wurde. Tomar wurde die militärische Schaltzentrale der Templer. Und weiter? 1291 fiel die letzte christliche Bastion im Heiligen Land und Europa gab den Templern die Schuld. Unheil braute sich über dem Orden zusammen. Ein verdeckter französischer Ermittler namens Esquieu erfuhr im Gefängnis von einem ausgestoßenen Templer, von deren satanischem Treiben und meldete dies dem französischen König... Philipp IV.? Sie kennen die Geschichte? Zum Teil, aber machen Sie weiter. Nun, im Zentrum der Anklage stand ein mysteriöses Götzenbild mit drei Gesichtern namens... Baphomet. Sind Sie sicher, dass Sie nicht lieber selbst weitererzählen wollen? Nein, aber den Teil mit Baphomet können Sie überspringen, den kenne ich schon zur Genüge. Auch, dass das Originalgötzenbild hier in Tomar sein soll? Nein, das ist mir neu. Fahren Sie fort. Diese Information stammt aus einem Protokoll der Inquisition.
Es wurde nie gefunden, aber in einem Raum in der Burg ist noch heute ein Baphomet-Bildnis. Es ist der Schlussstein zum Küchengewölbe. Wird er entfernt, stürzt die Decke und mit ihr alle darüber liegenden Stockwerke ein. Ich glaube, meine Mission könnte schwieriger werden, als ich sie zuerst eingeschätzt hatte. Zurück zu den Templern. Nun, am Freitag, dem 13. Oktober 1307, ließ Philipp IV. Alle Templer in Frankreich verhaften. Auch in Spanien wandte man sich gegen die Templer, nachdem die arabische Bedrohung beseitigt worden war und die Templer nicht mehr von Nutzen waren. Die spanischen Templer flohen 1308 über den Tejo nach Portugal, in die Festung Almurol. Sie nahmen ihre Schätze mit und man vermutet, dass sie später hierher nach Tomar gebracht wurden. Aber wieso glaubten die Templer in Portugal sicher zu sein? Der portugiesische König Dinis hatte die Taten der Templer nicht vergessen und war ihnen dankbar. Er gewährte ihnen Schutz. Tatsächlich war er es, der zusammen mit dem Templermeister João Lourenço den Orden unter anderem Namen neu gründete. Als Orden der Christusritter lebten die Templer hier weiter. Selbst ihr Markenzeichen, das Rote Kreuz, behielten sie. Aber was ist jetzt mit der Zisterne? Welche Zisterne? Ach so, aber sicher, darauf komme ich jetzt. Diese Zisterne ist viel zu raffiniert gebaut, um einfach nur als Regentonne gedient zu haben. Ich vermute, dass die Templer hier etwas enorm Wichtiges versteckt haben. Moment, sagte er eben enorm wichtig? Meinte er vielleicht das Siegel, das ich suche? Erzählen Sie mir mehr darüber. Haben Sie schon nähere Details? Irgendwelche Vermutungen, was es sein könnte? Wer weiß das schon? Vielleicht das Siegel der Templer, welches bei der Auslöschung des Ordens verschwand. Vielleicht das fünfte Evangelium, das Christus eigenhändig schrieb und das so wie der Heilige Gral im Besitz der Templer gewesen sein soll. Das Siegel, die Rückkehr der Templer. Genau, die Zeit der Wiedergeburt, die Stunde der Rache, die Entstehung des neuen Imperiums. Und das mit Hilfe eines einzigen Siegels? Wie hätten die Templer das anstellen sollen, Professor? Die Frage sollte lauten, wie können die Templer das anstellen? Können? Ja, George, können. Nach der Ausrottung des Templerordens verschwand das Siegel spurlos. Philipp der Schöne ließ hunderte seiner Soldaten nach dem absoluten Wahrzeichen des Ritterordens suchen, denn er wusste genau, welche Macht dieses Siegel besaß und der Legende nach bis heute immer noch besitzt. Welche Macht? Sie haben wohl nicht zugehört, George. Die Macht der Rückkehr. Wollen Sie mir damit sagen, dass dieses Siegel mystische Kräfte hat? Seien Sie nicht dumm, George. Das Siegel an sich nicht. Aber ich vermute, dass es eine Art Mechanismus auslösen kann, durch dessen Aktivierung sich Einsteins Theorie der Raumkrümmung bestätigen könnte. Ah ja. Ich verstehe nicht genau, welche Rolle spielt Einsteins Theorie dabei? Durch die Krümmung des Raumes ist es möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Und warum ist bislang noch kein Mensch in die Vergangenheit gereist? Woher wollen Sie das wissen? Wollen Sie damit... Nein, nein. Ich wollte damit nur andeuten, dass man sich seiner Sache nie sicher sein kann, George. Merken Sie sich das. Glauben Sie denn daran, dass Menschen bereits in die Vergangenheit gereist sind? Bislang jedenfalls nicht, denn keine Maschine der Welt ist imstande, dieses Tor aufrechtzuerhalten. Die Energie dieses Gravitationsfeldes zerfällt in wenigen Millisekunden und damit auch das Tor. Also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, korrekt? Das habe ich nicht gesagt. Fakt ist, dass es heutzutage Maschinen gibt, die das Gravitationsfeld für kurze Zeit öffnen können. Nur braucht man etwas, um es offen zu halten, es zu stabilisieren. Und hier kommt das Templer-Siegel ins Spiel. Wie kann ein einziges Siegel solche Energieströme stabilisieren? Es ist der Glaube, George. Millionen von Menschen sind im Glauben an dieses Wahrzeichen gestorben. Es hat so etwas wie eine eigene Kraft entwickelt, die stärker ist als das gesamte Gravitationsfeld und die das Tor somit offen hält. Das ist der mystische Teil bei der Sache. Die Templer brauchen dieses Siegel also, um dadurch das Gravitationsfeld zu stabilisieren und in die Vergangenheit zu reisen. Und was ergibt das für einen Sinn? Warum Zeit der Rückkehr? Schauen Sie, durch das Gravitationsfeld ist es möglich, durch die Zeit zu reisen. Allerdings nur eine bestimmte Zeit. 700 Jahre. Das leuchtet mir nicht ein. Denken Sie nach, George. Denken Sie nach. Was jährt sich in 3 Tagen zum 700. Mal? Die Schlacht von Paris. Genau, die Schlacht von Paris am 10. Oktober 1303. Hunderttausende Templer starben vor den Toren der Stadt bei dem Versuch, den damaligen König zu stürzen, um so Frankreich zu beherrschen.
Da Frankreich damals die Macht Europas war, ist es nicht auszudenken, wie das Europa von heute aussehen würde, wenn die Templer die Schlacht gewonnen hätten. Und jetzt? Wir müssen sie aufhalten. Die Neo-Templer werden versuchen, das Siegel an sich zu reißen und so einen Tag vor der Schlacht, also am 9. Oktober 2003, 700 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Dabei werden sie moderne Waffen mitnehmen, die Truppen zusätzlich durch ihre eigenen verstärken. Die Schlacht wäre ein Kinderspiel. Alles, was wir heute als moderne und demokratische Zivilisation kennen, würde von einem Moment auf den anderen aus unserem Gedächtnis verschwinden. Das vermute ich zumindest. Keiner hat nur die geringste Vorstellung, welche Auswirkungen eine Veränderung der Vergangenheit auf uns Menschen in der Gegenwart hätte. Oder ob nicht sogar die Veränderung in der Vergangenheit das heute auslöst. Das ist nämlich etwas, was nämlich gern vergessen wird. Naja. Warum eigentlich Rückkehr der Templer? Das dürfen Sie nicht so wörtlich nehmen. Mit Rückkehr ist vielmehr der symbolische Wert gemeint. Die Kultur der Templer, die durch den Eingriff in die Geschichte zurückkehren würde und auch wird, wenn wir sie nicht stoppen. Was ist, wenn sich da unten nicht das Siegel befindet? Dann stehe uns Gott bei. Also, worauf warten wir noch? Lassen Sie uns reinklettern und nachsehen. Leider nein. Das portugiesische Kulturministerium hat Grabungsarbeiten verboten. Hä? Wieso das denn? Wer weiß. Aber jedenfalls darf ich dort nicht hinunter. Und Sie auch nicht. Und wenn Sie mal kurz einnicken würden und ein Ihnen völlig unbekannter Tourist fiele aus Versehen und sehr vorsichtig in dieses Loch und dort fände er... Vergessen Sie es. Bei allem Forschergeist, ich werde mich an die Gesetze halten. Hier geht es aber um unsere Zukunft, Professor. Und Sie wollen sich an Gesetze halten? Die wird es bald nicht mehr geben, wenn Sie so weitermachen. Die Gesetze befolgen und anschließend getötet werden. Okay, ich sehe mich dann mal weiter um. Sie, faz favor. Ich wollte noch das andere fragen. Können Sie mir noch eine Frage beantworten? Sicher. Welche Rolle spielt dann der Prinz von Xihang? Ich habe Beweise, dass die Templer damals mit dem chinesischen Hofadel in Verbindung standen. Das stimmt. Jacques Dumoulin bat Prinz Dorimacha II. Um 100.000 Soldaten seines Hofes, um so die Schlacht zu gewinnen. Und hätte er sie bekommen, wäre die Schlacht siegreich, wenn auch blutig, gewonnen worden. Er hat sie nicht bekommen? Nein, der Prinz hatte Zweifel an der Loyalität Dumoulins und ließ ihn nach langen, nervenaufreibenden Verhandlungen wie eine heiße Kartoffel fallen. Dumoulin schwor damals Rache, doch es kam anders. Ich vermute, dass die heutigen Tempelritter sich am Hofadel für den damaligen Verrat, denn als solcher wurde es betrachtet, rächen wollen. Nur weiß man bis heute nicht genau, wo sich der Kern des Hofadels aufhält. Okay, ich sehe mich dann mal weiter um. Sie, faz favor. Das ist die Tasche des alten Mannes. Was sich darin wohl befindet? Obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe, den netten alten Herrn zu bestehlen, nehme ich den mir am griffbereitesten Gegenstand aus der Tasche, einen Bindfaden. Das ist die Tasche des alten Mannes. Bindfaden? Anker? Ich habe eine Vermutung, wenn wir ihnen Schokolade geben... Warum nicht? Kann man immer mal wieder gebrauchen. Wenn wir ihnen Schokolade geben, wird er ihn ablenken und wir können da rein. Wäre zumindest meine Vermutung. Oh. Man kann sagen, wie total cool. Ich wette, wenn man das versucht zu klauen, dann wird es nicht funktionieren. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus, hä? Was nehmen Sie sich eigentlich heraus, hä? Verschwinden Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen. Vielleicht können wir ihm das hier geben. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot.
Guten Tag. Ich habe Ihnen doch schon ein... Haben Sie keine Lust mehr zu lesen? Ich habe nichts mehr zu lesen. Diese Zeitungen kenne ich in- und auswendig. Und außerdem, was geht Sie das an? War nur eine Frage. Ich gehe dann mal wieder. Auf Wiedersehen. Wollen Sie vielleicht mal mein Magazin lesen? Das ist ja in Französisch. Mist, das habe ich im Eifer des Gefechts vergessen. Na, da habe ich aber Glück, dass meine Mutter aus Bordeaux kam, wie? wie? Geben Sie einfach her und verschwinden Sie. Der Verkäufer hat vergessen, Löcher in das Magazin zu stechen. Doch ich fürchte, dass er meinen großen Schatten bemerken würde, sobald ich mich über den Stand beuge, um die Schokolade zu stehlen. Prima, jetzt habe ich die Schokolade. Wie in jedem Adventure-Spiel, wo steckt das Zeug eigentlich hin? Oh nein. Was denn? Eine Kindheit ohne Schokolade, das ist unvorstellbar. Vielleicht muss ich ihm nochmal... Gibt es denn überhaupt nichts, was sie dazu bringen könnte, den Brunnen zu verlassen? Ich fürchte, nein. Verdammt. Ich habe eine Dialogoption vergessen. Okay, ich sehe mich dann mal weiter um. Si, fais favor. Sehe ich das mit ihm? Keine gute Idee. Könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Siehst du diesen Professor da drüben am Brunnen? Er lässt mich nicht am Brunnen arbeiten. Lenk ihn doch bitte ab. Und was springt für mich dabei heraus? Lass mal überlegen. Wissen Sie, Sir, ich habe es nie geschafft, dem Souvenirladenbesitzer etwas zu stehlen. Er scheint zwar immer abgelenkt, wenn er in seiner Zeitung liest, aber er hat Löcher hineingeschnitten, durch die er immer alles im Blick hat, sobald sich jemand nähert. Ich schwöre Ihnen, Sir, ich wollte mir nur einmal eine Tüte Burg-Schokoladenpralinen nehmen. Da hat er mir den Hosenboden versohlt, Sie glauben es nicht. Seitdem jagt er mich weg, sobald ich in die Nähe seines Ladens komme. Ich denke, das ist auch richtig so. Diebstahl ist keine gute Methode, sich sein Brot zu verdienen. Aber ich hatte damals kein Geld und ich habe noch nie Schokolade gegessen. Das kann ich allerdings verstehen. Eine Kindheit ohne Schokolade, das ist unvorstellbar. Also gut, hilfst du mir, wenn ich dir deine Schokolade besorge? Aber nichts lieber als das, Sir. Hier hast du deine Schokolade. Her damit. Und wen soll ich jetzt nochmal für Sie ablenken? Den Mann am Brunnen. Okay, ich werde seine Tasche klauen. Das kann ich am besten. Prima. Der Junge hat die Tasche des alten Herrn geklaut, was zur Folge hatte, dass der ihm hinterhergerannt ist. Der Weg ist frei. Der Abstand zum Boden beträgt etwa 4 Meter. Da aber auf der Innenseite des Brunnens viele Felsen herausgeschlagen wurden, kann ich hinunter und später wieder hinaufklettern. Ich fasse es nicht. Der Professor hatte recht. Die Templer waren hier. Nein, das kann ich vergessen. Mit bloßen Händen ist das viel zu schwer. Aber der Mauerstein scheint sehr brüchig zu sein. Nachdem ich mit dem Schraubenzieher dem brüchigen Mauerstein den Rest gegeben habe, kommt die Hälfte eines Schlüssels zum Vorschein. Aber wo finde ich jetzt die fehlende Hälfte? George Stobbart, abermals auf den Spuren der Templer.
Sieht aus, als wenn irgendetwas darunter verborgen wäre. Ich wühle im Schutt und entdecke die zweite Hälfte des Schlüssels. Ich hätte eine neue Geschäftsidee. Baphomet-Wurst. Ich weiß, er war so schlecht. Keine gute Idee. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Eine Vertiefung, vielleicht muss ich das in die Vertiefung stecken. Ideale Standposition. Das geht nicht. Ja, das ist es. Ich speichere mal. Muss ich das vielleicht weitermachen? Das geht nicht. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Toll. Ich fasse besser nichts an. Ich fasse besser nicht. Neben dem Götzenbild ist ein kleiner Schlitz. Sieht aus wie eine Öffnung. Okay, das ist echt Pixelhunting. Ich kann es kaum fassen, was meine Augen erblicken. Das ist das Siegel. Ich speichere immer noch mal, ich traue dem Ganzen nicht. Wir sind den Templern zuvorgekommen. Wir haben es geschafft. Das muss ich sofort dem Professor erzählen. Nein, Sie werden das Siegel nie bekommen. Geben Sie es mir, Professor Aruda, sofort. Auch wenn Sie unseren Orden durch Ihr plötzliches Verschwinden verraten haben, werden wir Sie fürstlich belohnen. Niemals. George, laufen Sie. Monsieur Storbart, schön, Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. Sie haben da etwas, das uns gehört. Ach, wirklich? Flap, erschieß den Professor und dann hol ihn dir. Wie, was passiert denn, wenn ich denn jetzt nichts mache? Also nochmal das Gleiche. Wir sind den Templern zuvorgekommen. Wir haben es geschafft. Das muss ich sofort dem Professor erzählen. Nein. Auch wenn Sie unseren Orden durch Ihr plötzliches Verschwinden verraten haben, werden wir Sie fürstlich belohnen. Niemals. Ach, wirklich? Flammen.
ist eine lange Treppe. Ich vermute, sie führt nach draußen in die Freiheit. Das ist ein Brief von Nico. Sie war hier. Keine Zeit für Erklärungen. Nimm die nächste Maschine von Paris nach Peking, frage dort nach Brei. Er bringt dich zu mir nach Xihang. Vertrau mir, Nicole. Gut, dann wissen wir, wo es hingeht. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jacques Bormelot und ich bin heute Ihr Kapitän. Wir haben heute ein regnerisches Wetter, doch wird uns dieses auf unserem Flug nicht beeinträchtigen. Wir werden unser Ziel, den Flughafen von Peking, voraussichtlich in 8 Stunden erreichen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Einen Drink, der Herr? Okay, dann warte ich eben, bis die Dame vorbei ist und beginne meine Erkundung des Flugzeuges danach. Einen Drink, der Herr? Ah! Was haben Sie getan? Den ganzen Kaffee einfach über mich geschüttet. Unqualifiziertes Personal. Und für so etwas bezahlt man auch noch Geld. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. So etwas Dummes. Wie konnte mir das nur passieren? Bitte, lassen Sie mich das sauber machen. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Okay, der ist tot, den kann man nicht ansprechen. Guten Tag, mein Name ist George Stobbart. Oh, hallo, ich bin Armando. Wie geht's dir, George? Danke, ganz gut. Hätten Sie was dagegen, wenn wir uns ein wenig unterhalten? No problema. Ich mag Flugreisen auch nicht, auf denen man einfach nur rumsitzt. Erzählen Sie etwas über sich, Armando. In Ordnung. Ich komme aus Argentinien, wo ich auf einer Großbaustelle arbeite, aber nebenberuflich bin ich Bodybuilder. Das ist meine große Leidenschaft. Klingt interessant. Und was tun Sie hier in Frankreich? Ich bin auf dem Weg zu einem großen Wettbewerb. Junge, wenn ich den gewinne, kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Wissen Sie, ich hatte auch mal eine sehr durchtrainierte Figur. Es stimmt zwar nicht, aber man wird doch wohl mal ein bisschen angeben dürfen. Ach ja? Nun, viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Entschuldige, George, ein kleiner Scherz. Schon okay, lassen wir das. Bis später. Adios, mi amigo, George. Guten Tag. Mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Guten Tag. Braun ist mein Name. Sigmund Braun. Sind Sie der Kapitän hier? Nein, eigentlich nicht. Ich bin Reisender. Genau wie Sie, nehme ich an. Wenn ich der Captain wäre, würden Sie mich wohl an meiner Uniform erkennen. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille am Flughafen verloren und muss zugeben, dass ich ohne sie ziemlich blind bin. Ich kann froh sein, dass ich den richtigen Flieger erwischt habe. Wohin fliegen wir denn? Peking? Nein! Schlechter Witz. Die Dose Cola vom Getränkewagen schmeckt eisgekühlt am besten. Ich glaube, ich könnte jetzt gut eine Erfrischung vertragen. Na wunderbar. Ich bin zu blöd, um eine Cola-Dose aufzumachen. Jetzt habe ich immer noch eine verschlossene Dose voll mit Cola und ein nutzloses Stück Metall. Hoffentlich ist noch eine Dose im Getränkewagen. Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen.
Ich glaube nicht. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Bis später. Adios, mi amigo, George. Vielleicht kann ich damit den Getränkewagen knacken. Das Stück Metall ist zu dick. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Bis später. Adios, mi amigo, George. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Kommt ganz drauf an. Also, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht dieses kleine Stück Metall verbiegen könnten. Scherze schon. Aber hol mir erstmal was zu trinken. Junge, ich bin am Verdursten und dieses Stewardess kommt einfach nicht. Zufällig habe ich eine Dose Cola dabei. Das Problem ist nur, dass ich sie nicht aufbekomme. Zeig mal her. Kein Problem für mich. Hey, Sie sind wirklich stark. Ja, jetzt brauche ich nur noch was zu futtern. Hören Sie, ich arbeite wirklich dran, aber dazu müssten Sie mir erstmal diesen einen Gefallen tun. Na, dann gib mir mal dein Stück Metall. Das habe ich Ihnen schon gegeben. Oh nein, sagen Sie bloß, Sie haben es... Hier habe ich es. Hab wohl aus Versehen drauf gesessen. Bitteschön. Riecht zwar jetzt etwas nach argentinischem Frühstück, aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Wow, es ist bereits verbogen. Ziemlich perfekt sogar. Dieser Typ scheint einen verdammt durchtrainierten Hintern zu haben. So genau wollte ich es auch nicht wissen. Na bitte, offen. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Das wird nicht funktionieren. Bleib eher was trinken. Nö. Ich glaube, so viel Zeug hatten wir noch nie im Inventar. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Bis später. Adios, mi amigo, George. Ah, das ist gut. Guten Tag, Sir. Haben Sie eine gute Reise? Wer sind Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille vergessen. Ich bin Ihr Steward auf diesem Flug. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie etwas trinken? Oh, vielen Dank, gern. Was haben Sie denn? Fast alles, was das Herz begehrt. Oh, ein Saft reicht fürs Erste völlig. Kommt sofort. Ich schätze mal, das ist der Saft. Bitte sehr. Vielen Dank, das ist genau das Richtige. Noch etwas zu trinken, Sir? Oh ja, bringen Sie mir noch einen Saft. Nein. Keine gute Idee. Ich glaube nicht.
Vielleicht. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Bitteschön. Danke. Das schmeckt aber anders als der Saft davor. Er brennt fast ein bisschen. Es ist mir sonnenklar. Dieser Mann ist einiges gewohnt. Dieser Rum muss bei jedem Normalsterblichen brennen wie die Hölle. Oh, ja. Das ist eine neue Geschmacksrichtung. Schmeckt sie Ihnen? Und bringen Sie mir bitte noch eine Flasche davon. Kommt sofort. Ihr Saft, Sir. Danke. Da ist ein Passagier. Reisen Sie zum ersten Mal? Nein, ich habe leider schon einige Flüge hinter mir. Warum leider? Fliegen ist doch etwas Schönes. Glauben Sie, doch was sich im Verborgenen bei den unterschiedlichsten Fluggesellschaften abspielt, ist nicht mehr akzeptabel. Es ist fast schon beängstigend. Was meinen Sie damit? Ja, die heimlichen Vergiftungsversuche der Flugbegleiterin im Auftrag der Fluggesellschaften. Verstehen Sie, dass ich Ihnen so eine fantasievolle Geschichte nicht abkaufe? Doch, es ist wahr. Ich bin Ernährungswissenschaftler und weiß, wann ein Nahrungsutensil, wie wir es nennen, verdorben oder sogar vergiftet ist. Das meistverwendete Gift bei diesen Flugfirmen ist Hexanol. Das ist purer Alkohol, der in reinem Zustand oder bei Zumischung in eine andere flüssige Speise zum Tod führen kann. Natürlich kommt es auf die Mischung an. Die Firmen geben so viel Hexanol in die Speise, dass es nur zu einer leichten Vergiftung kommt. Das heißt, dass man nach knapp 2 Wochen Krankenhaus wieder gesund ist. Und der Passagier denkt dann, er hätte vor dem Flug etwas Falsches gegessen. Ach kommen Sie, was soll es den Firmen bringen, wenn sie ihre Kunden vergiften? Sie müssen leiser sprechen. Knapp 4 Millionen Euro. Vorher schließt jede Fluggesellschaft einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde ab, der da lautet, dass bei jedem während dem Flug erkrankten Passagier eine Summe von 4 Millionen an die betreffende Fluggesellschaft geht. Das klingt obskur, doch es ist die Wirklichkeit. Man spricht vom Vertrag 20. Natürlich machen die Firmen das nicht immer, doch folgen die Anschläge einem ganz bestimmten Muster. Etwa im 4-Monats-Abstand. Ungewöhnlich ist dabei, dass jeder Passagier von einer seltsamen rosa Verfärbung seines Essens berichtete. Doch ehe man selbiges untersuchen konnte, war die Nahrung verschwunden. Vielleicht war das Essen einfach nur verdorben, das kann doch mal passieren. Eben nicht. Eine rosa Verfärbung kommt nur im Zusammenhang mit Hexanol vor. Es gibt kein anderes Mittel, das solch eine Reaktion auslösen könnte. Dabei kommt es darauf an, ob es eine helle oder dunkle rosa Verfärbung ist. Bei der hellen besteht keinerlei Lebensgefahr. Bei der dunklen jedoch kann man seinem Leben Adieu sagen. Sehen Sie hinter dem Vorhang, wie die Flugbegleiterin dieses kleine Fläschchen in ihren Schrank stellt? Das ist es. Sie wartet nur auf eventuell kommende Anweisungen und dann, zack. Klingt trotzdem etwas merkwürdig. Das, was die Dame dort hinten zubereitet, könnte alles Mögliche sein. Seien Sie gewarnt. Aber hier geht's gleich weiter. Bis gleich.